Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Sam. Sieht nach harter Arbeit aus heute. Okay, dann lasse ich dich mal weiterarbeiten. Sieht so aus, als wäre Sam ziemlich hungrig und abgelenkt. Oh oh, Sam, aufpassen. Ach du liebe Güte, ich hatte befürchtet, dass das passieren könnte. Hey, Carlo. Carlo, Sam braucht Hilfe. Kannst du Tom holen? Hallo, Tom. Sam hatte einen Unfall. Kannst du ihn in deine Werkstatt schleppen? Großartig. Keine Sorge, Klein Tom. Du kannst auch helfen. Auf geht's. Gute Nachrichten, Sam. Tom kann dich in seine Werkstatt schleppen. Also, meinst du, du kannst ihn reparieren? Hervorragend. Dann an die Arbeit. Wo willst du anfangen? Oh, die sind perfekt. Du arbeitest ganz schön schnell, Tom. Sehr schön. Was als nächstes? Ein Teppich? Oh, was gibt's denn da unten? Ah, ich verstehe. Eine neue Schaufel. Du bist wirklich eine große Hilfe, Klein Tom. Du siehst großartig aus, Sam. Nagelneu. Jetzt, wo du repariert bist, bist du bereit, zurück an die Arbeit zu gehen? Vielen Dank für eure Hilfe, Leute. Ihr wart großartig. Ah, wie ich sehe, schneit es immer noch. Das sieht fantastisch aus, Leute. Ihr seid wirklich eine tolle Truppe. Hallo, Carlo. Oh, du hast Pizza für alle mitgebracht? Ich weiß, dass Sam auf jeden Fall einen Mordshunger hat, nicht wahr, Sam? Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hey, Tyson. Was hast du heute vor? Bringst du Treibstoff zur Tankstelle? Was ist das für ein Geräusch? Das ist Matt, das Polizeiauto. Was ist los, Matt? Tyson muss sofort anhalten. Halt an, Tyson. Bremsen. Was ist das Problem, Matt? Da läuft Treibstoff aus Tysons Tank? Wo? Auf die Straße? Oh nein! Das kann sehr gefährlich sein.
Wir rufen besser Tom den Abschleppwagen zu Hilfe. Tom! Hey, Tom! Mhm. Tyson, der Tankwagen, braucht deine Hilfe. Kannst du dich etwas beeilen? Da ist Treibstoff auf der ganzen Straße. Wenn eines der Autos darauf ausrutscht, kann es einen großen Unfall geben. Da sind sie ja. Fahr etwas langsamer, Tom, damit du nicht auf dem Treibstoff ausrutscht. Gut gemacht, Tom. Und jetzt vorsichtig fahren. Hey, Tyson. Hier ist Tom, um zu helfen. Sollen wir Tyson zurück zur Werkstatt schleppen? Warum nicht? Was ist los, Tom? Du hast recht. Wir müssen darauf achten, dass die Straße sicher ist. Was glaubst du, sollen wir tun? Hast du eine Idee, Tom? Gute Idee, Tom. Matt, das Polizeiauto bleibt hier und sperrt die Straße ab, damit kein anderes Auto hier längs fahren kann. Kannst du das tun, Matt? Großartig. Sollen wir jetzt Tyson zurück zur Werkstatt schleppen, Tom? Warum nicht? Ist das ein Loch? Du hast recht, Tom. Wir müssen das Loch verschließen, bevor wir Tyson irgendwo hinschleppen. Hast du irgendetwas, das wir dafür benutzen können? Gute Idee, Tom. Dann lass uns Tyson schnell zur Werkstatt bringen. Das Klebeband wird nicht lange halten. Gute Arbeit, Tom. Tschüss, Matt. Wir sehen uns. Fast da, Tyson. Nicht mehr weit. Was sollen wir als erstes tun, Tom? Großartige Idee, Tom. Als erstes sollten wir das Loch in Tysons Tank reparieren. Wie packen wir das am besten an, Tom? Ist das ein Schweißgerät? Gute Idee, Tom. Brauchst du nicht eine Sicherheitsbrille? Vorsichtig, Tom. Das sieht sehr heiß aus. Das ist perfekt, Tom. Gibt es noch etwas, mit dem wir Tyson helfen könnten? Ist das eine Treibstoffpumpe, Tom? Großartige Idee. Wir tanken Tyson wieder richtig voll und ersetzen den Treibstoff, den er auf der Straße verloren hat. Perfekt. Großartige Arbeit, Tom. War das alles, Tom? Kann Tyson jetzt wieder zurück auf die Straße? Warum nicht? Oh, ich verstehe. Tyson ist voll mit Treibstoff. Wir sollten ihn besser säubern. Womit sollen wir das machen? Mit einem Sprühreiniger? Oder mit einem Lappen? Sollen wir es mit einem Schwamm probieren, Tom?
Gut gemacht, Tom. Tyson sieht aus wie neu. Bist du glücklich, Tyson? Du siehst toll aus. Tschüss, Tyson. Tschüss, Tom. Wir sehen uns. Tom, der Abschleppwagen. Mach schon, Jerry. Nur noch ein bisschen schneller. Du hast es geschafft. Du hast gewonnen. Du kannst jetzt anhalten, Jerry. Was ist los? Du kannst nicht langsamer werden? Du musst irgendwie anhalten. Brems! Jerry, alles in Ordnung? Da holen wir besser auf der Stelle Tom den Abschleppwagen. Hey, Tom! Tut mir leid, aber wir müssen dich aufwecken. Wir haben ein Problem. Kannst du zur Rennstrecke kommen? Jerry, das Rennauto braucht deine Hilfe. Hier ist er auch schon. Aber Jerry ist auf der anderen Seite vom Zaun. Du musst auf die Rennstrecke fahren, um ihn zu holen. Macht Spaß, auf der Rennstrecke zu sein, was? Wenn du ihn schnell reparierst, lässt Jerry dich vielleicht einmal bei einem Rennen mitfahren. Gut gemacht. Dann bringen wir Jerry mal in die Werkstatt. Was sollen wir als erstes tun, Tom? Wir müssen herausfinden, warum Jerry nicht langsamer werden konnte? Gute Idee, Tom. Dann schauen wir uns mal Jerrys Bremsen an. Kannst du was erkennen? Ach du liebe Güte! Deine Bremsen sind total runter, Jerry. Keine Sorge. Tom weiß schon, was zu tun ist. Wir werden die alten Bremsen ausbauen und durch neue ersetzen? Okay, dann fangen wir an. Sollen wir ein paar neue Bremsen suchen, Tom? Würden die hier passen? Okay, versuchen wir sie mal. Wie fühlt sich das an? Viel besser? Großartig. Gibt es noch etwas, das du für Jerry tun kannst, Tom? Es gibt etwas? Was denn? Du willst Jerrys Kühler überprüfen, ob er überhitzt ist? Was ist los? Jerrys Kühler ist richtig heiß? Ach du liebe Güte, was sollen wir tun? Eiswasser? Gute Idee. Hervorragend gemacht, Tom. Ist Jerry jetzt so weit, dass er wieder auf die Rennstrecke kann? Nein? Was müssen wir denn noch tun? Die Kratzer im Lack übermalen, wo Jerry in den Zaun gerast ist? Großartige Idee.
Jetzt bist du soweit, dass du wieder auf die Rennstrecke kannst. Das ist aber ein nettes Angebot. Tom, hast du Lust, mit Jerry auf der Rennstrecke zu fahren? Schneller kannst du nicht fahren, Jerry? Das habe ich mir gedacht. Das hast du toll hingekriegt heute, Tom. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Hallo, Billy. Was hast du denn heute zu tun? Oh, lass mich raten. Du verschiebst diesen Stapel Ziegelsteine, nicht wahr? Hervorragende Arbeit, Billy. Nur noch einen Stapel und dann bist du schon fertig. Oh nein! Was ist passiert, Billy? Stimmt etwas nicht? Oh. Ich glaube, du brauchst Hilfe, Billy. Ich werde welche holen. Tom, der Abschleppwagen, kann dich reparieren. Hey Tom, viel zu tun, was? Du magst es, wenn alles an seinem Platz ist, nicht wahr? Hey, hör mal, Tom. Billy, die Planierraupe, steckt in Schwierigkeiten. Er braucht deine Hilfe. Kommst du? Großartig, Tom. Du bist ein Held. Komm mit. Wir suchen Billy. Ja, Tom. Beeilung. Da, Tom. Da ist Billy. Er wartet auf uns. Hey, Billy. Schau mal, wer da ist. Jetzt wird alles gut. Also entspann dich. Na dann, auf geht's. Alle Mann in die Werkstatt. Bist du soweit, Billy? Bereit, Tom? Versuch, dein Planierschild zu bewegen. Oh nein, es funktioniert einfach nicht. Was können wir denn da machen? Also, was meinst du, Tom? Oh, verstehe. Wir müssen die Schrauben anziehen, die Billys Planierschild mit der Planierschildhydraulik verbinden. Wird der passen, Tom? Großartig. Bereit, Billy? Jetzt werden die Schrauben schön fest angezogen. Großartig gemacht, Tom. Billy ist repariert und kann wieder arbeiten. Gibt es noch etwas, Tom? Oh, schau. Das Auspuffrohr ist sehr alt und müsste ausgetauscht werden. Da, Tom. Könnte das passen? Nein? Was ist mit dem hier? Perfekt. Zeit für ein neues Auspuffrohr, Billy. Aufregend, oder, Billy? Was gibt's noch, Tom? Ja, du hast recht. Die Farbe blättert hier ab. Kannst du da was machen?
Hey, Tom, tolle Maske. Als erstes brauchen wir die Farbpistole. Und jetzt wird die Farbe ausgesucht. Die rote? Nein? In Ordnung, die orange. Hervorragende Wahl, Tom. Das war hervorragende Arbeit, Tom. Billy sieht aus wie neu. Tschüss, Billy. Viel Spaß.